Die gute oder vielleicht auch schlechte Nachricht direkt nach dem Mittagessen ist, die Interaktivität geht weiter. Wir machen nämlich jetzt weiter mit einem Format, das die meisten von Ihnen vermutlich kennen. Für diejenigen von Ihnen aber, die das Format noch nicht kennen, erkläre ich es nochmal ganz kurz. Es handelt sich nämlich um die sogenannten Barcamps. Barcamps, das ist sozusagen ein Workshop, der nicht geplant ist, der demokratischer ist als ein normaler Workshop und der sich um alles drehen kann, für das Sie sich interessieren. Wir haben auf Tagungen auch schon einen Workshop ein Barcamp Kaffee trinken erlebt. Auch das ist erlaubt und in Ordnung. Oder auch Brandenburger Tor besichtigen. Auch das ist in Ordnung. Wir freuen uns aber natürlich, wenn es aus Ihren Reihen viele Vorschläge für Barcamps gibt, die sich um die Digitalisierung drehen. Und das aus Ihren Reihen ist auch genau das richtige Stichwort, denn Sie dürfen jetzt pitchen. Wenn Ihnen also während der Workshops oder im Verlaufe des Tages, beim Mittagessen oder auch schon in der Vorbereitung auf diese Tagung ein Thema eingefallen ist, rund um Lehre oder auch rund ums Brandenburger Tor, das Sie schon immer mal mit anderen Kollegen und Kolleginnen besprechen wollten, dann können Sie das jetzt tun. Sie können nämlich gleich auf die Bühne kommen zu mir und können eine Minute lang und auch wirklich nur eine Minute lang Ihre Barcamp-Idee vorstellen. Und hier sagen Sie einmal, wer Sie sind, Ihren Namen und dann stellen Sie Ihre Idee vor, über die Sie dann in der nächsten Stunde mit Ihren Kolleginnen und Kollegen sprechen möchten. Ich hoffe, dass sich möglichst viele dieser Barcamp-Vorschläge finden. Wir werden diese Barcamp-Vorschläge dann sammeln. Wir werden jeweils von Ihnen nach jedem dieser sogenannten Pitches abfragen, wer von Ihnen sich prinzipiell vorstellen kann, für dieses Thema sich zu entscheiden und in das jeweilige Barcamp zu gehen. Und abhängig davon, wie viele Meldungen es gibt, werden wir dann die Barcamps auf die einzelnen Räume und auch auf die beiden Zeitslots verteilen. Wir haben nämlich zwei Zeitslots für Barcamps vorgesehen, einen vor dem Kaffee trinken und einen hinterher. Und Sie können dann sich entscheiden, zu welchem Barcamp Sie tatsächlich gehen. So. Damit habe ich eigentlich genug geredet. Ich bin aber nochmal vom Oliver Janoschka und von Sebastian Hornasch gebeten worden, Sie alle noch einmal auf die Videokabine aufmerksam zu machen, die tatsächlich diese etwas bedrohliche dunkle Farbe hat. Aber wir freuen uns, wenn Sie diese Videokabine nutzen. Wir wollen Ihre Anregungen, Ihre Statements zu den Fragen gerne wissen. Und insofern, wenn Sie im Laufe des Tages noch einmal Zeit finden, sich in die Videokabine zu begeben und Ihre Ideen zur Digitalisierung aufnehmen zu lassen, dann freuen wir uns alle. Zweite Ankündigung, Twitter, danke. Ja, ich glaube, der Andreas Wittke in Lübeck, der hat sich vor Scham unter seinem Bett verkrochen. Wir trenden gerade auf Twitter und das soll auch so weitergehen. Also tweeten und fotografieren und schreiben Sie gerne auf Twitter. Damit aber genug der Vorrede. Wir machen jetzt unseren Barcamp-Pitch. Und deswegen möchte ich all diejenigen von Ihnen, die eine Idee für ein Barcamp haben, ganz kurz hier an den Bühnenrand bitten. Sie kommen dann nach und nach auf die Bühne, stellen kurz Ihre Idee vor und wir können per Handzeichen sagen, für welches Barcamp wir uns interessieren. Also all diejenigen von Ihnen, die Ideen für ein Barcamp-Thema haben, gleich welches Thema das auch immer sein soll, dürfen bitte zu mir auf die Bühne kommen und sich einfach hier verteilen. Und wir gehen dann einfach nach und nach durch und fragen ab. Ja. Wow. Nicht, dass das ganze Auditorium gleich leer gefegt ist, das ist schlicht. Ja? Okay, wunderbar. Das sieht nach einer Menge. Okay, das sieht so aus, als würde ihr gerade das neue iPhone verkauft. Nein, es geht um die Barcamp-Pitches. Das finde ich ganz hervorragend. Ich werde einfach dieses Mikrofon jetzt der Reihe nach an unsere Pitcher geben und jeweils ganz kurz ein, zwei Sätze. Sagen Sie einfach kurz, wer Sie sind und was Ihr Barcamp-Thema sein soll. Ja, besten Dank. Mein Name ist Peter Ferdinand vom Institut für Wissensmedien der Uni Koblenz-Landau. Wir, das heißt meine Kollegin Jessica Köhler und der Kollege Sergej Pachtschenko, genau, mal kurz winken, dass man euch sieht. Wir bieten ein Barcamp an zum Thema Open Badges als Akkreditierungswerkzeug in der Lehre für Skills. Und wir möchten in dieses Barcamp unsere Erfahrungen einbringen, die wir jetzt in einem Piloten im Sommer gesammelt haben an unserer Universität.
und dann gerne einige Fragen, die uns gekommen sind und natürlich auch gerne Fragen, die Ihnen kommen im Barcamp, gemeinsam mit Ihnen vertiefen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und wenn wir gemeinsam ein paar interessante Aspekte dieses spannenden Themas vertiefen können. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Ferdinand. Und von Ihnen bitte einmal Handzeichen. Wer kann sich vorstellen, mit Herrn Ferdinand über die Frage der Open Badges in der Hochschullehre zu sprechen? Perfekt. Wir nehmen das auf, wie groß das Interesse jeweils ist und machen davon abhängig, wann und in welchen Raum die jeweiligen Barcamps zugewiesen werden. Einfach fliegender Wechsel, Markus Daimann. Ja, Markus Daimann, Technische Hochschule Lübeck. Schreibt ihr das eigentlich auch mit auf, Malte? Ja, natürlich. Wir schreiben das. Das ist nicht mehr die FH Lübeck, es ist die TH Lübeck. Nein, die Sessions. Ja, selbstverständlich. Also ich möchte eine Session anbieten zu Begrifflichkeiten. Wir haben vor einiger Zeit gesehen von der GMW, E-Learning ist tot. Ganz am Anfang hieß es mal neue Medien, das heißt Digitalisierung. Ich habe das Gefühl, wir reden immer wieder das Gleiche und es gibt so Begriffsverbote. Also man darf nicht mehr von E-Learning reden. Das hat ja gestern auch der parlamentarische Staatssekretär gesprochen. Aber wir müssen jetzt alle besser, schneller und noch digitaler werden. Ich halte das alles für gefährlich und auch Quatsch. Deswegen möchte ich da mal für mehr Vernunft und Aufklärung plädieren. Und in meiner Session kann man sich da mal austauschen, welche Begriffe wir denn brauchen. Weil ich glaube, mit Digitalisierung als Begriff kommen wir nicht weiter. Vielen Dank, Markus Daimann. Wer kann sich vorstellen, mit Markus Daimann über die Begrifflichkeiten zu diskutieren? All diejenigen, die gerade auch aufgezeigt haben, dürfen das jetzt gerne auch noch mal tun. Sie haben keine Stimme verloren. Sie kennen ja die verbleibenden Barcamp-Pitches noch nicht. Das sind ungefähr... Ja, ihr könnt gerne auch auf der anderen Seite wieder runtergehen. Selbstorganisation. Bitte noch einmal die Hände hoch, damit ich so ungefähr durchzählen kann. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So ungefähr 20 bis 25 Meldungen haben wir. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Barbara Grabowski, ich komme von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, auch wenn es nicht so klingt. Und mein Thema wird sein, sogenannte intelligente Tutorsysteme für Mathematik und Statistik. Die Heterogenität von Studierenden an den Hochschulen hat ja drastisch zugenommen, aber die Möglichkeit der individuellen Betreuung hinkt hinterher, die Hochschulen leisten das nicht. Und ich behaupte im Barcamp, die intelligenten Tutorsysteme der dritten und vierten Generation können hier wirklich helfen. Ich möchte Ihnen zwei vorstellen, für Mathematik Marschcoach und für die Statistik Ergui. Ich möchte Ihnen erklären, wie wir das mittlerweile in 4 Bundesländern einsetzen und möchte dann mit Ihnen einen Erfahrungsaustausch durchführen und eine Diskussion, wo Sie dann Ihre Wünsche äußern können und auch sagen können, ob Sie das gut finden oder welche Nachteile Sie sehen, was Sie gerne hätten. Sie sind herzlich eingeladen. Vielen Dank, Frau Grabowski, für mich als Statistiker ein brennendes Thema. Also einmal die Hände hoch, wer sich für die intelligenten Tutorsysteme in der Mathematik interessiert. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ungefähr 15 Personen. Vielen Dank. Eine Freude. Ja. Hallo, wie Sie sehen, kann ich es nicht. Und so kann ich mir vorstellen, weiß ich auch, dass sich die Akademiker, die Lehrenden fühlen, wenn sie konfrontiert werden mit den ganzen neuen Digital Tools, das Digital Gedöns könnte man es fast nennen. Und um genau dort anzusetzen, um die Lehrenden zu öffnen, sich den digitalen Tools zu widmen und sich damit auseinanderzusetzen, habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der auf der Open Learning Plattform, der heißt Digital Competency Starter Kit. Mein Name ist Bettina Fentner, ich bin von der Macquarie University in Sydney. Ich hatte das Glück, einer der Digital Learning Fellows zu sein für das HFD und ich würde gerne mit Ihnen diesen Kurs testen und Ihr Feedback einsammeln. Ja, und würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Danke. Prima, danke schön, Bettina. Wer kann sich vorstellen, mit Bettina Fentner über den Kurs für Lehrende zu sprechen? Das sind viele, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ich würde sagen, so ungefähr 25 bis 30 Personen. Vielen Dank für Ihre Meldung. Mist, in die Session würde ich auch gerne gehen. Mein Name ist Ellie Köpf. Und mein Name ist Stefan Kuller.
Wir stellen euch im Workshop ein Projekt vor, wo wir zusammen mit Studierenden freie und digitale Lernmaterialien erstellen. Das ist ein Projekt auf Wikibooks, wo zahlreiche Autorinnen und Autoren tätig sind zur Mathematik. Wir machen Lernmaterialien für die Studieneingangsphase. Das ist die analoge Variante, die vor kurzem rausgekommen ist. Es ist ein großes Projekt. Es waren bisher über 250 Autorinnen und Autoren tätig. Wir haben 8000 Downloads auf die PDF-Version, über 2 Millionen Seitenaufrufe im Jahr. Und wir möchten euch unsere Erfahrung weitergeben. Wie kann man Studierende motivieren, über Semester hinweg freie Lernmaterialien zu erstellen? Wie schafft man es, Studierende aus verschiedenen Standorten zusammenzubringen? Wir sind mittlerweile in Münster, gibt es eine Gruppe, in München und in Berlin und Dresden sind auch Gruppenentwicklung. Und es ist ein Erfahrungsaustausch, wo wir unsere Erfahrungen gerne weitergeben wollen. Wow, ganz herzlichen Dank, Stefan Kuller und Elli Köpf. Wer möchte mit Stefan und Elli über die kollaborative Erzeugung von Wissensmedien sprechen, durch Studierende und das Zusammenkommen? Das sind einige aus der Reihe hier, 2, 4, 6, 8, 10, so ungefähr 15, 18 Personen so ungefähr. Vielen Dank euch beiden, klasse. Matthias Fruschewa von der Ruhr-Uni Bochum. Wir haben heute Morgen gehört, Lehrerbildung ist noch so ein bisschen unterrepräsentiert hier. Ich komme aus der Lehrerbildung. Wir haben ein Kooperationsprojekt gegründet. Das würde ich Ihnen ganz gerne ganz kurz vorstellen und dann über Gelingbedingungen sprechen, um Kooperation in der Lehrerbildung sowohl innerhalb der Universität als auch über die Universitätsgrenzen hinaus zu ermöglichen. Kooperation in der Lehrerbildung mit Herrn Kostraba. Wer kann sich vorstellen, über Lehrerbildung zu sprechen? Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, das uns alle interessiert, spätestens wenn wir unsere Kinder mal zu den Lehrern dann schicken. Das sind 2, 4, 6, so ungefähr 15 Personen. Ganz herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Susanne Gläser von der Technischen Hochschule Köln. Ich möchte mit Ihnen reden, wie muss die User Experience auf einer digitalen Kommunikation und Kollaborationsplattform aussehen, damit sie tatsächlich den Erwerb von digitalen Kompetenzen unterstützt. Und ich habe Ihnen mitgebracht Evaluationsergebnisse von einem Prototyp-Testing aus der TH Köln, Aussagen von Studierenden, von denen wir aus uns dann mal dahin bewegen können zu überlegen, was sagt denn das über die User Experience und die Gestaltung einer solchen Plattform aus? Okay, das ist ein Thema bei uns aus dem Workshop. Da kam auch der Kommentar, wer will schon in Ilias und Moodle was hochladen, so furchtbar wie das aussieht. Also ein ganz wichtiges Thema. Wer spricht mit Frau Gläser über die Frage, wie die User Experience sein muss bei attraktiven Hochschulplattformen? Das sind 20 bis 25 Personen, ich würde sagen eher 25. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag, Andreas Volk von der Universität Bremen. Ich würde den Vorschlag machen, das Barcamp Internationalisierung und Digitalisierung, gibt es da nicht irgendwas im Fachbereich 3? Das heißt, wir haben in den letzten Tagen viel darüber diskutiert, Digitalisierung, Internationalisierung sollte zusammengedacht werden. Es gibt viele Anknüpfungspunkte in diesem Workshop oder beziehungsweise im Austausch. Würde ich mit Ihnen gerne über konkrete Beispiele aus der Praxis, also auch wenn es keine umfassende Strategie gibt bei vielen Universitäten, gibt es doch dezentral gewachsene Projekte und wir können uns auch eventuell auch über die Verbreitung von diesen Projekten unterhalten. Vielen Dank. Dankeschön. Wer möchte mit Andreas Volk gerne über die Frage sprechen, wie wir das eigentlich hinkriegen? Mal die Hände hoch, wer sich für diesen Workshop interessiert. Das sind so ungefähr 10 Personen, würde ich sagen. Vielen Dank. Ich bin Marco Winsker von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und mich bewegt die Frage, wie kriegt man es hin, dass Lehrinhalte, OER-Inhalte übernommen werden? Ich glaube, eine Möglichkeit dafür ist, dass man kurze, kleine Einheiten macht. Ich habe ein Beispiel dazu mit einem Remote Lab, mit Video Lectures und ich würde gerne mit Ihnen darüber diskutieren. Perfekt, vielen Dank, Herr Winsker. OER-Materialien schnell und einfach erstellt, ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, das uns alle angeht. OER heute auch schon öfter gefallen. Wer möchte mit Herrn Winsker über die Erstellung, die niederschwellige Erstellung von OER-Materialien sprechen? 1, 2, 4, ungefähr 10, 12 Personen. Vielen Dank. Christian Thiel, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen. Ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen, und zwar eine Alternative zu klassischen Videotelefonieprogrammen. Wir haben momentan Skype im Einsatz, Adobe Connect, und wir haben festgestellt, dass da natürlich die ganze Kommunikation auch über Server läuft, die halt gegebenenfalls
naja, man kann die Informationen gegebenenfalls doch halt eben mitlesen, wenn man es irgendwie drauf anlegt. Wir haben eine Alternative entwickelt, die die Verbindung nicht über Server herstellt, sondern über eine Peer-to-Peer-Connection und der Datenverkehr verläuft direkt zwischen den Endgeräten. Das müsste deshalb sicherer sein und wir haben deshalb was, wo ich glaube, dass man dort wirklich auch eine sichere Kommunikation drüber führen kann. Wir haben das Ganze vom TÜV bestätigen lassen. Wir sind gerade dabei, es vom BSI nochmal bestätigen zu lassen. Und ja, ich würde halt gerne noch darüber diskutieren, wie kann man es halt eben noch weiter einsetzen. Ich würde natürlich auch gerne zeigen, was wir bisher haben. Perfekt, vielen Dank, Herr Thiel. Online-Kollaboration zwischen Studierenden im Rahmen von ja, Videokonferenzsystemen Peer-to-Peer. Wer interessiert sich für das Thema und möchte mit Herrn Thiel darüber sprechen? Und denken Sie dran, Sie können auch mehrfach aufzeigen. Wir haben die Entscheidung für das konkrete Barcamp erst ganz am Schluss. Das sind auch so ungefähr 10 Personen ungefähr. Vielen Dank, Herr Thiel. Hallo, Katharina Schulz von der FH Bielefeld und ich würde gerne in den Erfahrungsaustausch treten mit Ihnen über ein Thema, was viele sehr sexy finden, nämlich Qualitätsmanagement. Und zwar ist es so, dass ich gerade die Aufgabe habe, ein Konzept für Qualitätsmanagement von einem Service-Portfolio zu entwickeln, was gemischt digital und analog ist. Und da sind Bibliotheksservices mit drin, aber eben auch E-Learning-Beratung, Publikationsservices, also so ein bunter Strauß, für den es eben nicht so viele Vorbilder gibt. Und da ich jetzt hier vielleicht Menschen treffe, die da schon Erfahrung haben, das würde mich sehr interessieren, ob es Best Practices gibt. Okay, wow. Vielen Dank, Frau Schulz. Wer spricht mit Katharina Schulz über das, ich finde, spannende Thema Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung? Mal die Hände hoch. Ja, aber das sind die Hardcore-Fans, die dann wirklich kommen. Okay, das sind so ungefähr 5 Personen. Vielen Dank für Ihr Handzeichen. Ja, guten Tag, mein Name ist Ulrich Schmidt vom MMB-Institut und neben mir steht Volker Zimmermann von NeoCosmo GmbH und wir würden gerne mit Ihnen über die Machbarkeit einer nationalen Hochschulplattform sprechen. Mit dem Thema haben wir uns in den letzten Monaten und Wochen sehr intensiv befasst. Wir haben mit vielen Menschen darüber gesprochen, welche Anforderungen daran zu stellen sind und wie man sowas umsetzen könnte. Und Fragen könnten zum Beispiel sein. Ja, beispielsweise, wie schafft man Akzeptanz? Wie vernetzt man die Lösungen, die es in Deutschland schon gibt? Wie schaffen wir es, dass dann auch Inhalte auf diesen Lösungen drauf sind? Um uns herum passiert ja viel. Die Schweizer machen was, die Franzosen, die Engländer, die Spanier, überall entstehen nationale Plattformen. Es sind internationale da. Wie vernetzen wir uns in diesem Kontext und wie schaffen wir es, dass wir in Deutschland mehr sichtbar sind mit den Lösungen? Über die Frage wollen wir mit Ihnen reden. Vielen Dank, Herr Schmid, Herr Zimmermann. Sprechen mit Ihnen über die Frage der internationalen Hochschulplattform. Wer hat Interesse an diesem Thema von Ihnen? Oh, das sind 20 bis 25 Personen. Vielen Dank. Danke. Hallo, ja, ich bin Patrick Neubert von Polarstern Education und wir bauen Online-Kurse und Blended Learning-Formate für Bildungseinrichtungen. Und ich habe einfach mal gesammelt, was wir eigentlich so als Best Practices mitgenommen haben und wie man all die Aufgaben, die man bewältigen muss in diesem Digitalisierungsprozess, in einen Entwicklungsprozess reinpacken kann und wie man die üblichen Fehler vermeiden kann, weil wir gerade beobachten, dass alle Unis so an ihren Insellösungen schrauben und in dieselben Fettnäpfchen treten. Und die würde ich gerne einmal kurz vorstellen. Perfekt, danke Herr Neubert. Wer spricht mit Herrn Neubert über die Frage der Best Practices bei der Erstellung der Digitalisierung? So, etwa 20 Personen, vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Amir Madani, ich bin von der Universität aus Lübeck und bin von Hause aus Neuroinformatiker. Mein Name ist Anne Hermann-Werner, ich bin Ärztin an der Uniklinik in Tübingen. Genau, und in unserem Barcamp wollen wir über unser Digital Learning Transfer Fellowship Projekt reden, in dem es darum geht, wie wir gestresste Studenten mit automatisierten Bot-Systemen besser betreuen können. Dazu brauchen diese Bot-Systeme aber eine Eigenschaft, die sie bisher eigentlich nicht haben. Sie müssten eigentlich empathiefähiger werden, beziehungsweise wirklich mit den Leuten reden können. Deshalb würden wir gerne in dem Camp 2 Fragen mit Ihnen diskutieren, die uns zentral beschäftigen, nämlich?
Genau, die erste eher technische Natur. Wie kriegen wir die Studierenden dazu, solche Bot-Systeme wirklich dauerhaft zu nutzen und nicht nur als Spielzeug zu verwenden? Und die andere Frage, kann so ein Bot-System wirklich einen Therapeuten ersetzen und den Stress rausfiltern? Genau. Und mit der Polarisierung hoffen wir, dass wir in lebhafte Diskussionen kommen. Sehr schön. Also, Ärzte ersetzen durch Bots und wie kriegen wir Studierende dazu, mit Bots zu sprechen? Wer interessiert sich dafür und spricht mit Herrn Madani über dieses Thema? 2, 4, 6, das ist ja immerhin. Ich würde sagen, 15 bis 20 Personen, ganz herzlichen Dank. Und natürlich Frau Werner, das habe ich jetzt vergessen. Bitte schön. Danke sehr. Hallo, mein Name ist Lena Florian. Ich bin von der Uni Potsdam und dort zuständig für die Einrichtung von Digital Labs. Was das genau ist, werde ich Ihnen hoffentlich in der Session ein bisschen näher bringen können. Es geht vor allem um Innovationen im Bereich digitaler Bildung, in schulischer Bildung vor allem, aber auch in der Lehre. Die Session richtet sich deshalb vor allem an Menschen, die sich eben für Lehrerausbildung und schulische Bildung interessieren. Allgemein geht es um die Frage, wie können wir Innovation aus der Theorie in die Praxis überführen und eine Kollaboration zwischen schulischen Partnerinnen und Partnern und der Universität ermöglichen. Wow, Innovationstransfer in der Lehrerbildung, das finde ich klasse. Wer spricht mit Frau Florian über Innovationstransfer in der Lehrerbildung? Ungefähr 10 Personen, vielen Dank. Mein Name ist Florian Hanke, das ist Clara Nied. Wir haben am Wochenende einen Hackathon veranstaltet. Stellen Sie sich mal vor, was wäre, wenn wir Professoren mit Avataren ersetzen in der Zukunft, eine zentrale Lernbibliothek, nur noch eine für alle da ist, und brauchen wir dann eigentlich den physischen Campus noch in der Zukunft? Ja, mit diesem spannenden Thema haben sich ca. 30 Studenten das letzte Wochenende beschäftigt und wirklich außergewöhnliche und interessante Lösungen entwickelt. Die würden Sie gerne vorstellen in der Barcamp-Session und dann mit Ihnen darüber diskutieren. Also nutzen Sie diese Gelegenheit, um mit jungen Innovatoren direkt ins Gespräch zu kommen. Wow, hervorragend. Ein studentisches Projekt, das uns alle ersetzen wird. Besser geht's ja gar nicht. Wer spricht mit unseren Studierenden über die Zukunft der Lehre und die Frage, ob es überhaupt noch Dozenten braucht an der Uni? Wow. Ja. Hervorragend. Sehr gut. Da müsst ihr aber aufpassen, die wollen euch nämlich alle plattreden, dass ihr die Idee auf keinen Fall weiterverfolgt. Ganz herzlichen Dank, das waren so locker 40 bis 50 Meldungen. Vielen Dank. Hallo, ich bin Sebastian Zug von der Otto von Guericke Universität Magdeburg. Eigentlich wollte ich jetzt ein paar motivierte Worte zu den Herausforderungen bei OERs sagen, gebe aber besser eine Geschichte von heute Morgen wieder. Da sagte mir jemand, sobald ich in einem OER-System in Hashtag sehe oder 3-Dollar-Zeichen, dann bin ich abgeschreckt. Dann habe ich gar keine Lust, mich da hineinzudenken. Wir wollen zeigen, dass wir den genauen Gegenentwurf gebracht haben. Eine verteilt erarbeitbare, ein System dafür, dass wir das umsetzen können, Videos, wir können Formeln einsetzen, wir können also sehr flexibel damit arbeiten. Dass das funktionieren kann, davon möchten wir Sie in unserer Runde überzeugen und ich würde mich freuen, Sie zu sehen. Bis dahin. Ganz herzlichen Dank. Wer spricht mit Sebastian Zug über die Herstellung von OER und auch die Plattformisierung von OER in einer für Dozenten zugänglichen Form? Mal bitte Handzeichen. 10, 15 Personen etwa. Vielen Dank. Danke sehr. Guten Tag, mein Name ist Franziska Gohl. Da vorne sitzt meine Kollegin Inken Mais und wir kommen vom Sprachlernzentrum der Universität Bonn. Wir haben eine Barcamp-Session vorbereitet zum Thema Einsatz digitaler Medien und Tools zur Flexibilisierung und Individualisierung des Fremdsprachenlernens. Dabei soll es gar nicht so sehr gehen um den Einsatz von Software zum Fremdspracherwerb, sondern vielmehr um die Begleitung des digitalen Lernens, die in allen Fachbereichen wichtig ist. Am Beispiel unseres Projekts möchten wir zeigen, oder aufzeigen, welche Tools sinnvoll eingesetzt werden können und auch auf andere Fachbereiche übertragbar sind, mit Ihnen gemeinsam austesten die Tools und diskutieren und einfach in den Austausch treten. Also wir freuen uns auch über Ihre Ideen, Ihre Fragen, Ihre Anregungen und wir hoffen einfach, dass wir alle da möglichst viel von mitnehmen können.
Ganz herzlichen Dank. Digitalisierung in der Sprachenausbildung, spannendes Thema. Wer diskutiert darüber? Etwa 10 Personen, vielen Dank. Jetzt wird es virtuell mit einem ganz lebendigen Sebastian Kuhn, bitteschön. Ja, lieber Malte, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich für eine Session pitchen darf, die Malte und ich gemeinsam vorstellen werden. Es geht um 360-Grad-Videos in der Lehre. Das war eine Idee, die haben wir im Rahmen von einem Design Thinking Workshop im Rahmen von der Winter School beim HFD entwickelt. Unser Slogan war, siehst du die Zukunft? Wir denken, virtuelle Realitäten, augmentierte Realitäten und auch 360-Grad-Videos werden zukünftig Bedeutung erlangen. Und wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben und die 3 Gewinnerprojekte sind heute mit dabei, auch bei der Barcamp Session. Das wird sein die Bauhaus-Universität aus Weimar, Infrastrukturprojekte in Äthiopien mit 360-Grad-Videos zu planen. Zum anderen die Porsche Fernfachhochschule, die zum Thema Kommunikation 360-Grad-Videos einsetzen. Und abschließend noch aus Graz, wie man klettern lernt in 360-Grad. Von daher freue ich mich, wenn wir Teilnehmer haben. Vielen Dank. Und wir können natürlich noch bestechen, weil es gibt diese fantastischen Cardboards. Wer möchte mit Sebastian Kuhn und mir über den Einsatz und die Einsatzmöglichkeiten von 360 Grad VR und AR in der Hochschullehre sprechen? Bitte einmal um Handzeichen. So ungefähr 20, 25 Personen ganz. Ich hätte jetzt nach oben übertreiben können, aber ungefähr 20 bis 25, ganz herzlichen Dank. Hallo, Jasmin Chabarian, mein Name, vom Hochschulforum Digitalisierung. Und Martin Rademacher, ebenfalls vom Hochschulforum Digitalisierung. Sie haben ja alle schon sehr, sehr viel gehört heute über das HFD Community Certificate, HFD Cert kurz. Und während es dazu heute Abend auch eine phänomenale Präsentation geben wird mit einer Live-Preview, zu der Sie alle sehr herzlich eingeladen sind, möchten wir genau zu dem Thema jetzt auch noch eine Barcamp-Session veranstalten. Und was wir da machen, erklärt Ihnen meine Kollegin. Genau, in unserer Barcamp-Session würden wir gerne aus Nutzerperspektive überlegen würden wir gerne aus Nutzerperspektive zur Plattform, zu Features, zur Funktionsweise diskutieren und Ideen sammeln, wie wir die Plattform bedarfsorientiert weiterentwickeln können. Zudem würden wir gerne auch auf das Thema Kommunikation schauen, das heißt, gemeinsam überlegen, wie, über welche Kanäle, das heißt über welche Multiplikatoren-Netzwerke, wir unsere Zielgruppen erreichen können und auch als aktive User gewinnen können. Vielen Dank. Perfekt, Dankeschön. Also Zertifizierung außerhalb der klassischen Zertifizierungskanäle attraktiv machen für Lehrende. Wer spricht mit Martin Rademacher und Jasmin über dieses Thema? 5. Herzlichen Dank, aber wir quälen Sie heute Abend nochmal damit. Das heißt, Sie kommen um das Thema nicht drumherum. Ganz herzlichen Dank. Bitte schön. Johannes Moskaljuk vom IWM in Tübingen. Wir haben die LearnMap Digital Datenbank entwickelt, wo wir digitale Projekte in der Hochschullehre sammeln. Das sind jetzt 55 Projekte drin, das ist krass viel, weil das Projekt noch nicht so lange läuft und ich würde gern in der Barcamp-Session mit Ihnen diskutieren, was müssen wir tun, dass es Ende des Jahres 300 sind. Mhm. Das heißt, ich würde gern hören, was finden Sie gut an der Datenbank, was nicht, klappt unsere Idee und was müsste ich tun, dass Sie alle Ihre coolen Projekte zum Thema digitale Lehre in der Hochschule in die Datenbank eintragen, um so einen Austausch zu schaffen. Ganz low level. Ich rufe einfach an und frage, hey, wie hast du das gemacht? Ich möchte gern das genauso machen. Okay. Ganz spannendes Projekt, die digitale Learning Map. Wer möchte gerne über die deutschlandweite Sichtbarmachung von guten, coolen Lehrprojekten sprechen? Mal einmal bitte um Handzeichen. Etwa 15 bis 20 Personen, vielen Dank. Ihr könnt gerne noch weiter zu mir kommen. Hallo. Hallo, mein Name ist Evgenia Evchinikova, ich bin von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und unser Team entwickelt ein System für automatische Bewertung der kurzen Textantworten. Und das System kann man zum Beispiel für die Hausaufgaben oder Klausuren und so weiter benutzen. Und das wäre sehr interessant für mich, mit Ihnen zu besprechen, ob es tatsächlich möglich ist, die richtigen Freitextantworten automatisch zu bewerten und ob Sie glauben, dass es gut oder schlecht ist. Und ja.
Wow, also automatische Bewertung freier Texte von Studierenden durch ein Bot-System. Genau. Ganz spannendes Thema, vielen Dank. Wer spricht über automatische Bewertungen? Das Thema beschäftigt mich schon seit langem. Ich hätte das gerne bei meinen Studierenden. Das sind 20 Personen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Rufen Sperling. Ich komme von der Technischen Hochschule Wildau, also für die Berliner und Brandenburger, die kennen das. Die anderen, das liegt neben dem Flughafen, den wir versuchen, fertig zu bauen. ich möchte ganz gerne eine Barcamp-Session anbieten, die sich mit dem Thema Verwaltung auseinandersetzt. Das sollte ich nämlich eigentlich nicht sagen, weil das sehr dröge klingt. Es geht um die bessere Organisation von Praxisphasen im Studium. Sprich, wir wollen ein Tool etablieren, das es den Professoren, Dozenten ermöglicht, einen genaueren Überblick zu kriegen, wer hat schon ein Praktikum, wer braucht noch ein Praktikum, die Ablage der Praktikaberichte für die Studierenden den Weg aufzubauen, anhand eines Wizards irgendwie, also wie finde ich das Praktikum, dort die Einbindung auch der ganzen Studierenden-Services an der Hochschule, sprich Schreibwerkstätten, Career-Services, Stellendatenbanken und last but not least natürlich für die Hochschule auch ganz spannend, einfach auch mal einen Überblick zu kriegen, wie sieht das eigentlich aus, wo gehen unsere Studierenden eigentlich hin? Gehen die jetzt im Radius 25 Kilometer um die Hochschule? Gehen die in die Welt? Was verdienen die eigentlich? Welche Kompetenzen nehmen die mit? Also wir versuchen damit so den großen Sprung zu machen, einfach diese Praxisphase, die ja doch sehr wichtig im Studium ist, etwas besser zu etablieren. Digitale Organisation von Praxisphasen im Studium, sehr spannendes Thema. Wer interessiert sich dafür? Ungefähr 5 bis 10 Personen möchten mit Herrn Sperling über die Praxisphase und ihre Digitalisierung sprechen. Vielen Dank. So, wir sind heute zu dritter. Wir sind Katharina Thülen von der TH Mittelhessen, der Valentin Buhl und ich, Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und zwei Themen beschäftigen uns ganz arg. Einerseits, wie können wir Reflexionsprozesse von Studierenden anregen und begleiten und wie können wir Lernprozesse sichtbar machen und über Lernprozesse mit Studierenden kommunizieren. Und wir haben unabhängig voneinander E-Portfolio-Konzeptlösungen entwickelt, um genau das zu adressieren, die bei uns sehr verschieden sind. Einmal geht es um einen weiterbildenden Masterstudiengang, wo das Ganze für den Gesamtstudiengang implementiert ist. Und wir machen das im grundständigen Studium über 4 Studiengänge hinweg mit 500 Studis, die wir im Semester in die Portfolioarbeit einführen. Und wir würden gerne unsere Beispiele austauschen, vorstellen, auch kontrastieren und mit Ihnen ins Gespräch kommen über vielleicht Ideen, Hinweise zur Umsetzung, aber auch zu gucken, was gibt es von euch und Ihnen noch an weiteren Beispielen, die sich da ergänzen lassen in der Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank. Sichtbarmachung von oft nicht leicht sichtbar zu machenden studentischen Lehrprozessen, Lernprozessen durch Portfolios. Wer interessiert sich für dieses Thema und spricht mit unseren 3 Barcamp-Pitchern über dieses Thema? Etwa 15 Personen. Ganz herzlichen Dank. Hallo, mein Name ist Mathilde Béraud, ich komme von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und ich würde gerne mit Ihnen gemeinsam über Herausforderungen und Strategien für interkulturelle, internationale virtuelle Zusammenarbeit reden. Ich habe 3 Beispiele mitgebracht, bin auch sehr darauf gespannt, dass Sie auch Beispiele mitbringen. Also einmal würde ich gerne über unsere internationale Lernplattform reden, die wir entwickelt haben. Einmal über das Sammeln von Erfahrungen für Erasmus-Studenten, wenn sie im Ausland sind, und einmal über ein Online-Planspiel. Das sind die 3 Beispiele, die ich habe und würde gerne aber mit Ihnen noch ganz viele Herausforderungen sammeln und dann Strategien dafür, dass man die eben bewältigen kann. Ja, ganz herzlichen Dank. Spannendes Thema, für das sich auch der DAAD, glaube ich, sehr interessiert. Die Digitalisierung von interkulturellen Austauschprozessen. Wer möchte darüber diskutieren in einem Barcamp? Ungefähr 5 bis 10, ja 10 Personen, vielen Dank. Und unser letzter, last but not least, Herr Ebner. Hallo, mein Name ist Markus Ebner und ich komme von der Technischen Universität Graz aus Österreich. Und ja, wir haben ja sehr viele Berge bei uns. Und wie bereits angekündigt, also wenn Sie aufgepasst haben, wir haben einen 360-Grad-Klettermook gemacht. Und diesen würde ich Ihnen gerne vorzeigen und auch wie wir das als Inverse Blended Learning Konzept bei uns dann umgesetzt und auch durchgeführt haben. Das heißt, ich lade Sie ein, über die Schulter eines Kletterexperten zu blicken,
mit Ihrem Smartphone, sofern wir ausreichend VR-Brillen zur Verfügung haben, können Sie sich das ein bisschen anschauen und im Anschluss diskutieren wir darüber, über Sinn, Unsinn, Ansatzmöglichkeiten für andere Sportarten zum Beispiel. Wow. Eine virtuelle 360-Grad-Klettereinführung. Wer das Barcamp besucht, der kann von hier nach da oben ohne die Treppe kommen. Also, wer möchte diese Vorstellung besuchen? Eins, zwei, drei. Etwa 10 Personen. Ganz herzlichen Dank allen Pitchenden. Ich weiß, dass das immer eine Überwindung ist, hier nach vorne zu kommen, sich dem Publikum zu stellen und auch vielleicht mal einzufangen, dass sich nicht so viele Personen interessieren, aber die, die sich interessieren, sind dann vielleicht die wertvollsten, die man getroffen hat auf der Tagung. Erstmal einen ganz herzlichen Applaus für all unsere Pitchenden. Applaus.